liebe Videofreunde, nachdem wir ja jetzt ein paar Nächte über unseren Besuch bei dem Autohaus Schubert, glaube ich, heißt es, ne? Ja. Geschlafen haben, nachdem wir uns den Malibu Van angeschaut haben, haben wir uns dann entschlossen, auf jeden Fall einen Neuwagen zu kaufen. Kein Gebrauchtwagen. Und und ich glaube, es wird auch dieser Malibu Charming 640L werden. Allerdings jetzt nicht sofort, sondern wir wollen auch nochmal wahrscheinlich die Messe in Düsseldorf versuchen mitzunehmen, wenn es klappt. Wir haben dieses Jahr ein bisschen zeitlich Probleme und wollen uns den aber da nochmal dann auch die 2020er Version angucken gleich, ne? Ja. Weil, damit wir auch auf dem neuesten Stand dann sind. Jetzt wollen wir erstmal erklären, warum wir neue Winterreifen für das Auto gekauft haben, warum wir einen Abwassertank haben, isolieren und beheizen lassen, warum wir einen Außengasanschluss gemacht haben. Das erklären wir jetzt mal. Ja, in allererster Linie bin ich die Verursacherin, ich habe letztes Jahr auf der Messe schon Malibu Van gesehen und da fand ich den eigentlich schon wirklich toll. Und nun hatten wir ja gerade auch unseren Piccolino gekauft, außerdem stand er auch damals noch außerhalb unserer Reichweite vom Finanziellen her, aber fand den eigentlich schon immer toll. Und was ich halt gerne hätte, wäre halt eben auch, oder was ich besser finde, ist, dass er etwas schmaler ist, dafür auf der Straße halt besser fahrbar ist. Und was wir beide auch besser finden würden, ist Automatik. Ne? Ja, Automatik, ja. Klar. Also das ist ein Kompromiss, der tut uns weh mit dem Schaltwagengetriebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinzu kommt, dass ein Kastenwagen halt doch von der Sicherheit etwas, wie sagt man denn, besser ist. Ja, ich weiß nicht, ob es viele ausmacht, weil ist ohne dünnes Blech. Aber ja, es hat aber keinen Kunststoff. Das kommt auch noch hinzu. Ja, und wir sind mit unserem Piccolino total eigentlich zufrieden. Also es gibt nichts zu meckern. Ja, ein paar Sachen sind es ja schon. Also es sind Kleinigkeiten, ja. Also was mich halt eben stört, ist ein bisschen die Küche. Wer nicht so viel kocht, da ist das kein Problem. Aber wenn man doch relativ viel kocht, ist halt schöner, also finde ich es persönlich schöner, wenn man die Schubfächer hat, weil man dann einfach den Schrank nicht aufmachen muss und wenn man an das hintere im Schrank ran will, alles das vordere rauspacken muss und dann wieder reinpacken muss. Und also das finde ich zum Beispiel für mich persönlich irgendwie angenehmer. Dann hat der Malibu in der Küche halt auch noch so eine Verlängerung, wo man nochmal Abstellfläche hat. Man ist auch gleichzeitig mit am Tisch noch näher dran. Das hat mir irgendwie besser gefallen. Aber ansonsten sind wir eigentlich mit unserem Piccolino zufrieden. Bis auf eben die besagten Dinge. Kunststoff, das ist halt, wir erwarten uns dann vielleicht auch ein bisschen von der Lautstärke beim Fahren, ne? Dass es ein bisschen eventuell leiser wird. Also, weil die Lautstärke ist schon recht hoch, finde ich. Das Wohnmobil normal. Ja. Naja, aber ich denke mal, es ist vielleicht im Kastenwagen etwas leiser. Ja, er ist halt Wohnmobil. Ja. Geräusch. Also warum haben wir uns denn für den Malibu eigentlich entschieden? Wie gesagt, letztes Jahr auf der Messe hat mir der Malibu von den Kastenwagen also einfach so am besten gefallen. Und dann waren wir ja jetzt da und haben uns den nochmal genauer angeguckt und haben mir da so ein paar Stichpunkte gemacht. Also wir haben gesagt, wenn man auf den Kastenwagen umsteigen würde, dann muss der auch ein gewisses Komfort oder einen gewissen Komfort bieten. Und das hat einfach der Malibu. Man fühlt sich in diesem Auto nicht so beengt wie in manch anderen Kastenwagen. Der hat also auf jeden Fall vom Wohnraum her vorne, das ist recht angenehm. Der hat nicht dieses breite Tischbein, was wir hier haben. Dadurch ist schon mal viel mehr Platz hier vorne. Ist einfach eine sehr schöne Dinette, die er hat. Er ist vom Ambiente her. Wir würden uns ein anderes Interieur aussuchen als das, was wir jetzt da gesehen haben, aber er ist trotzdem vom Ambiente her wunderbar. Der hat super Betten mit den Matratzen, also die sind echt super und es ist auch eine sehr große Liegefläche da hinten. Dann hat er auch genauso viel Stauraum wie unser jetzt hier. Ich glaube, dass der sich im Stauraum nichts nimmt, ne?
wenn sogar noch die Garage etwas größer. Naja, das weiß ich nicht, weil die ist von der Fläche her hier vielleicht größer, die andere ist ein bisschen höher. Also das wüsste ich nicht viel. Ja, naja, müssen, also auf jeden Fall ist es nicht weniger als nein, hier. Ne? Und ja, also das gefällt uns einfach besser, das Ambiente auch und so weiter. Und das Bad ist das einzige Manko. Ja. Da muss man sagen, da muss man dann wirklich einen Kompromiss machen. Aber mit dem Kompromiss können wir leben. Also wir hoffentlich, wollten, sonst kaufen wir nächsten Jahr das Neue. Naja, oder? Wir gucken uns ja jetzt nochmal die 2020er Version an. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist, dass es keine Haken für Handtücher nirgendwo nee. Gibt. Auch keine Kleiderhaken. Und das in einem Auto, was also mindestens also 67.000 Euro wert ist. So wie wir ihn haben wollen. Ja. So wie wir ihn haben wollen, ja. Aber da, ja, das stimmt. Also, aber trotzdem ist es ja ein hochwertigeres Auto und da noch nicht mal irgendwie an Haken für Badezimmer gedacht, das finde ich irgendwo ein bisschen, ja, also weiß ich nicht. Das ist das Einzige, wo ich sage, da könnte man dran arbeiten. Ja, Waschbecken ist auch sehr klein und Waschbecken ist auch schlecht dann, ja, gut, zugänglich. Gut, das stimmt, aber das ist halt eben, irgendwo muss es herkommen dann halt, der Platz. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben ja vorher gehört, was sind die Vor- und Nachteile. Vorteil hier bei dem Auto, das Bad ist das super. Das Bad ist super, ja. Das ist jetzt bei uns super, das stimmt. Ja, und das ist da bei dem Malibu nicht so doll. Nee, das ist dafür also... Dafür ist der Schlafraum super. Ja. Das ist jetzt bei uns gewöhnt, weil man halt nebeneinander liegt. Naja, ist kleiner. Wir haben eine wesentlich kleinere Fläche jetzt als da. Das ist ja 2 Meter Fläche, die du im Malibu hast. Ja, und wie groß darf man sein im Malibu, um hinten zu liegen? Also ich bin 1,85. Das ist war dann schon gerade die Grenze. Und ich bin 1,73. Also bei mir ist auch geht kein Auf Zentimeter der Seite länger. Ist auch, ja. Also das ist dann wirklich das Limit. Also sonst wird es eng. Aber ja, wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt nochmal ein Auto kaufen, dann soll es uns auch so zugeschneidert werden, wie wir es gerne hätten. Ja, klar. Na? Was wir allerdings festgestellt haben im letzten Jahr, ist, dass wir haben ja nun auch schon große Mobile gefahren. Integrierte, teilintegrierte, ja. 7,50 Meter lang, 7 Meter lang, 7,20 Meter, 6,90 Meter. Und es ist wirklich Tatsache so, dass wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass man das gar nicht braucht unbedingt. Nee. Also kompakter und kleiner ist uns lieber geworden, ja. Weil es einfach vom Fahren her einfacher ist und man auch in Parklücken besser reinkommt. Nun ist der Malibu 6,36 Meter lang, also ist ein bisschen länger als unsere jetzt, aber ich denke, das wird auch nicht so das Problem werden. Wir wollten eine Dieselheizung haben, das Auto hätte jetzt eine Gasheizung gehabt. Wäre wahrscheinlich kein Problem bei 2 11-Kilo Flaschen, trotzdem wollten wir halt das mit der Dieselheizung haben. Dann gucken wir mal, dass wir gleich einen neuen Motor drin haben, nächsten, wenn er dann kommt, weil die dürfen ja ab, glaub, diesem Jahr nur noch die Euro 6 D-Temp bauen und dann kannst du auch eine Stadt mitfahren, was da hast du dann keine Beschränkung. Automatik, ganz klar, wollen wir ja gucken, ob wir jetzt vielleicht sogar hier einen richtigen Automaten bauen. Es wurde gesagt, ich weiß nicht, ob einer von euch was gehört hat. Also wir haben gehört, dass Fiat ab 2020 ein Vollautomatikgetriebe rausbringen soll. Aber Michael ist ja gefahren, ne? Und du hast gesagt, es war gewöhnungsbedürftig. Das ist gewöhnungsbedürftig. Weil der halt doch Schaltpausen hat. Und wir haben aber jetzt wieder von anderen gehört, dass sie zufrieden sind mit dem Getriebe. Ja, also, man muss sich wirklich dran gewöhnen wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie der in den Bergen sich verhält. Ich meine, wir sind ja nur kerzengerade Straßen gefahren. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du 17 fährst. Trollstiegen, schauen wir mal. Da sind die ja gefahren, die beiden, und haben halt gesagt, also Iris und Uwe, die haben nur einmal bis jetzt auf manuelle Schaltung umschalten müssen. Also, falls ihr da Erfahrungen auch habt mit diesem automatischen Schaltgetriebe oder was auch immer, wie sich das nennt, dann könnt ihr uns das gerne mal unten in den Kommentaren schicken. Deswegen wollen wir noch warten, bis der neue rauskommt, ob vielleicht doch Fiat ein vollautomatisches Getriebe herausbringt. Ich glaube, dann würden wir sowas nehmen. Allerdings ist das wieder ein bisschen schwerer dann. Ja, muss man gucken. Ich meine, das fahrbereite Leergewicht im Moment sind ungefähr 2,8 Tonnen. Das heißt, fahrbereiter ist der Tank schon voll, also der Benzintank voll, ein Fahrer ist dabei. Das heißt, wir könnten dann das noch... Das wundert mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil die meisten Kastenwagen schwerer sind. Ja, das ist aber so, da steht es ja in den Papieren. Hm. Das sind 700 Kilo Zuladung, die wir noch haben, das reicht allemal. Ja, dann wäre es okay. Wenn das Automatikgetriebe 100 Kilo mehr wiegt,
als das, was jetzt drin ist, dann sind wir immer noch bei 600 Kilo. Weil wir wollen nicht auflasten. Also nee. Das wollen wir nicht, weil dann musst du jedes Jahr zum TÜV, hat er uns gesagt. Ja, nach 3 Jahren oder nach 5, entweder nach 3 oder nach 5 Jahren musst du jedes Jahr zum TÜV. Nee, nach 2 Jahren, glaube ich. Nee, du hast ja erstmal 3 Jahre sowieso. Ach so, na gut, ist egal. Also irgendwann muss man jedes Jahr zum TÜV. Und ja, und ja, dann gibt es auch noch Maut teurer, Fähren, alles teurer. Und das wollen wir, also wenn es geht, also vermeiden. Das wir brauchen es auch nicht. Wie gesagt, 700 Kilo, selbst im vollen Wassertank machen wir das. Na, das gleiche ich aus. Statistisch gesehen haben wir Optimalgewicht. Ja, also was mir noch beim Malibu oder überhaupt bei Kastenwagen gut gefällt, das war auch noch ein Grund, wollte ich sagen, warum ich auf die Idee Kastenwagen gekommen bin, ist, also ich finde, die Schiebetür hat ja Vor- und Nachteile. Viele sagen ja, dass es im Winter reinzieht. Wir hatten dann auch noch mal bei Iris und Uwes Wohnmobil, glaube ich, heißen die, nachgefragt und die haben gesagt, also sie hatten keine Probleme im Winter, dass es da großartig reingezogen hat, aber eigentlich kennt man es von den meisten, dass es an der Schiebetür reinzieht. Muss man halt irgendwas hinlegen. Ne? Aber was der Vorteil halt eben ist, dass du halt eine wunderbare große Fläche hast oder Öffnungsfläche hast, wenn du kochst. Du stehst praktisch wie im Freien und das gibt halt auch so ein schönes Bild in der Dinette, die also da auch wirklich sehr gut gelöst ist bei dem Malibu. Du hast halt viel Offenheit durch diese Tür und das finde ich persönlich auch nochmal so ein Punkt, der mir halt sehr gut gefällt. Ja. Ja, also wir werden jetzt sehen. Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Das müsste es gewesen sein. Wir werden jetzt sehen, was im Juni passiert, ob wir da Erfahrungen herausfinden durch unseren oder durch diesen Händler dort. Ja. Der wollte sich erkundigen, ob Fiat eben, wie gesagt, ein vollautomatisiertes Getriebe rausbringt. Ansonsten werden wir auch nochmal vielleicht auf die Messe fahren und das neue Modell angucken und dann dauert es eh nochmal 1,5 Jahre, bis dann das neue Auto kommen würde. Also wir fahren dann auch noch eine Weile unseren Piccolino, der würde dann also nächstes Jahr wahrscheinlich dann im Sommer oder zum Herbst hin weggehen. Also wenn einer von euch Interesse hat, dann oder jemanden weiß, kann er sich auch gerne an uns wenden, weil wir würden das gerne privat verkaufen und nicht über einen Händler. Ja, ansonsten war es das. Wir wollten halt nochmal so ein bisschen Stellung beziehen, warum, weshalb, wieso wir uns jetzt hier auf so Autosuche begeben. Und auch wie wir uns Gedanken jetzt gemacht haben in den Tagen. Das kam ja doch ziemlich spontan, dass wir da hingefahren sind. Das war eigentlich gar nicht geplant. Und ja, so ist die Lage jetzt. Es muss ja auch immer was Neues mal sein. Naja, Bewegung, so alt ist der nun nicht, ne? Naja, nun, wir gehen langsam, also nicht ich, aber du auf die Rente. Und jetzt gucken wir halt mal, dass wir auch irgendein Fahrzeug finden, was wir dann wirklich die nächsten Jahre fahren können. Wir haben gerade herausgefunden, dass das noch ein bisschen dauert mit der Rente. Naja, 4 Jahre, gut. Da hast du was missverstanden. Nee, dann machen wir Feierabend in 4 Jahren. Mhm. 4,5 Jahre höchstens noch, dann ist Schluss. Wenn wir es überhaupt schaffen. Dann muss man dankbar sein, dass man es schafft, bis dahin gekommen zu sein. Und dann wird gereist, wenn wir das können. Gereizt, jawohl. Also ihr Lieben, das war's von uns. Jetzt halten wir die Luft an, weil meine liebe Frau Mutter kurz vor Urlaub sich eine Erkältung reingezogen hat und ausbrütet und die Bronchien wieder aus allen Löchern pfeifen. Es bleibt echt bis zum Ende ganz, ganz gespannt. Ich weiß nicht, was jetzt wird und passiert, aber wir werden sehen. Ich habe mich aber mittlerweile auch schon damit angefreundet, dass wir halt eben dann eine schöne Deutschland-Tour machen. Würde auch in Ordnung sein. Ne? Ja. Schauen wir mal. Also, ihr hört von uns die nächsten Tage. Bis bald, ein schönes Wochenende und tschüssi.